einer neuen Folge von EAFC Mobile 24. Willkommen zu einer neuen 20 Uhr Folge. Ich würde mich natürlich direkt freuen, wenn ihr am Anfang des Videos einen Daumen nach oben da lasst. Falls ihr noch nicht Abonnent seid, sehr gern kostenlos abonnieren. Wir gehen rein ins nächste Pack-Opening. Wir haben nämlich wieder die nächsten 10 heißen Verteidiger-Sonderpacks am Start. Und heute werde ich alle 10 Packs mit den Gems öffnen. Und ihr wisst, beim letzten Mal haben diese Packs richtig gegönnt. Ich verlinke euch das letzte Pack-Opening, wo wir 4 Icons in einem Pack-Opening hatten. Wir haben 4 Icons, wir hatten 2 Icons in einem Pack gezogen. Leute, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Schaut euch gerne an, falls ihr noch nicht gesehen habt. Ansonsten gehen wir erstmal rein in den Star Pass. Weil beim Star Pass haben wir auch noch 2 Spieler-Packs. 75 für das 84 ist jetzt nicht so gut, deswegen öffnen wir das als erstes auf ganz entspannter Basis. Und kriegen den 78er Kuh voll. Das sind ja aber 40.000 Münzen haben oder nicht haben. Dann hole ich mir nochmal die kurz ab hier. 10.000 Münzen, 20.000 Münzen. Und die Gems 200 und 100. Bup, bup. Und dann das Pack da oben 80 bis 89. Das kann schon geil sein, weil 89er Spieler. Warum nicht? Also, würde schmecken. Mal gucken, was EA so gönnt. Electronic Arts, was macht er? Walkie. Walkie like a talkie, Spanien. Linker Flügel, Breitenhof, das ist Ansu Fati. 84er Ansu Fati, weiß ich jetzt nicht so richtig. 600.000 Münzen würden schmecken. Ich weiß aber nicht, ob der wirklich 600.000 Münzen wert sein wird. Ja, habe ich mir gedacht, dass der auf dem Transfermarkt zu oft am Start ist und somit leider unverkäuflich derzeit ist. Aber wir haben ja noch einige andere Packs hier. 10 davon werden wir öffnen. 10 davon, beim letzten hatten wir gefühlt in jedem Pack ein Walkout. Und mal gucken, was wir heute am Start haben. Also würde ich mich natürlich freuen, Leute, direkt einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich sehr über euren Support freuen, weil kostenloser Support, euch kostet es nichts. Also ihr euch kostet es nichts, wenn ihr einen Abonnent da lasst. Also ein Abo dazulassen und euch kostet es nichts, einfach einen Daumen nach oben dazulassen. Und falls ihr komplett supporten wollt, einen Kommentar schreiben, Leute. Einen Kommentar schreiben für den Algorithmus. Die Stars, ihr wisst, ne? Einfach, hi Dennis, ich mag dich. Hi Dennis, ich mag dich. Jeder, der bis jetzt hier schaut, pausiert jetzt das Video, scrollt nach unten und schreibt, hey Dennis, ich mag dich. Einfach nur so, hey Dennis, ich mag dich für den Algorithmus. Bup, bup. Und Abfahrt, Pack Nummer 1. Es ist ja ein Geben und Nehmen, ne? Es ist ja hier ein Geben und Nehmen, Leute. Ich mach hier für euch richtig geile Pack-Openings. 20 Uhr Folge ist wieder zurück am Dizzle Van Nizzle. Und wir gehen rein ins erste Pack und es ist kein Walkout. Es ist ein 78er Miretti. 78er Webster. Uff. Uff. Was ist passiert? Uff. Was ist passiert? Okay, das erste Pack war jetzt leider für die Katz. Gucken wir mal, was beim zweiten so geht. Auch kein Walkout. Es ist aber ein 82er Guerrero von den Bayern, ein 79er Barclay und der Rest ist Bronze. Hat das EA ein bisschen genervt? Hat EA die Packs ein bisschen schlechter gemacht oder was? Pack Nummer 3. Auch kein Walkout. Aber ein 81er AK, okay. 81er AK. Bup. Gönn ihr. Da sind immer 3 Bronzespieler drin. Kann das sein? Achso, da steht auch 3 Basisspieler Bronze. Huch. Wieder kein Walkout. Aber ein Torhüter. Unai Simon 83. Das ist gut. Weil Torhüter sind ja etwas seltener auf dem Transfermarkt. Jetzt durch die ganzen Packs natürlich auch häufiger auf den Markt gekommen. Ich weiß nicht, ob Unai Simon deswegen... Aber Unai Simon kriege ich für 1,2 Millionen Münzen weg und das ist sehr gut. 1,2 Millionen für so einen Unai Simon schmeckt schon. Schmeckeli, 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 schmack. So, Pack Nummer 6 schon und kein Walkout bis jetzt. 6. Pack und kein Walkout. Was ist das denn jetzt hier?
Also EA muss irgendwas an den Packs gemacht haben. Safe Call. Also es war beim letzten Mal zu gut. Marokko. Bounou, das ist gut. Bounou 88, der bringt richtig Shatter, der bringt richtig Coins. 7 Millionen und Trippier 85 mit 5 Millionen. Das glaube ich ja jetzt gar nicht. Also wenn das wirklich wahr ist, dann wäre es richtig geil. Der wird rausgehen. Der wird rausgehen für 7 Millionen. Boah, das schmeckt. Und Trippier brauche ich auch nicht. Und der geht auch raus für 5 Millionen. Das war so ein geiles Pack. Das war das 10 Millionen Pack, Junge. Nee, das war das 12 Millionen Pack. Sehr geil. GG's. Also es hat sich jetzt schon mal wieder aus meiner Sicht gelohnt. 10 Millionen Münzen, bup, 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 bup. '82er Timber, okay. Das sind 200.000 Münzen. Ja, das ist das letzte Pack. Ein Walkout bis jetzt, aber also definitiv deutlich schlechter als beim letzten Mal. Aber immer noch eigentlich gut, muss man sagen. Jetzt mit Bounou und Trippier, das Pack war einfach brutal stark. Ja. EA hat irgendwas gemacht zum letzten Mal. Also im Vergleich zum letzten Mal hat EA hier irgendwas an ihren Rädchen rumgeschraubt. Safe. Das ist ja hier gefühlt schwarz auf weiß, was wir jetzt haben hier. Bup. Und bup. Haben wir noch was? Ne, für jetzt war's das jetzt erstmal. Mal gucken auf dem Markt, ob da schon was rausgegangen ist. Das sind nochmal, ja, Trippier ist schon weggegangen. Das heißt, wir haben 83,5 Millionen Münzen. Schmeckt. Das ist sehr, sehr, sehr geil. Das ist sehr, 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 sehr geil. Und ich überlege, was wir jetzt hier noch machen. Aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal alle Packs geöffnet, die ich öffnen wollte, weil die anderen, dieses Bundle ist nicht davon. Gerade das Pack nochmal schnell, bup, bup. Heiße Verteidiger Bundle ist leider nicht da, ansonsten würde ich das auch noch öffnen, weil das heiße Verteidiger, das, Leute, wir hatten beim letzten Mal 4 Icons gezogen, wir hatten 2 Icons in einem Pack, das war wirklich völlig, völlig geisteskrank. Aber das soll es erstmal gewesen sein für die heutige 20 Uhr Folge. Wir sehen uns natürlich wieder morgen um 20 Uhr zur nächsten Folge von EAFC Mobile 24 hier auf meinem Kanal beim Packstrader. Ich bedanke mich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und Tschüssikowski.